Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Der Oktober neigt sich langsam dem Ende entgegen und natürlich gab es an Bord auch Oktoberfest. Und das seht ihr gleich. Danach lernt ihr schminken, und zwar wie man es für Halloween braucht, von einem Experten von Bord. Und last but not least, Dana war für uns in New York unterwegs. Und da habe ich noch was ganz Besonderes. Die Verlockung der Woche, diese Woche, ist die tollste Verlockung der Woche, die es jemals in diesem Magazin gab. Werdet ihr sehen. Viel Spaß! Auch dieses Jahr hatten wir wieder auf Aida Prima und Aida Perla Oktoberfest. Tolle Bands waren da, großartige Musik, richtig tolle Stimmung und tolles leckeres Essen. Alles das gab es da, da braucht man gar nicht mehr nach München fahren. Guck mal. Oktoberfest in München, das kann jeder. Aber Oktoberfest auf hoher See, das können wir. Und zwar von Aida Perla. Ortshaft ist in diesem Sinne und kulinarisch, dafür wurde auch gesorgt. Unter anderem auch bei uns live in der Primetime. Das ist schon ein bisschen, wenn man nicht mit viele Salzberg denkt, ist der top. Ich bin der Stefan und ich habe das Vergnügen, seit einigen Jahren mitmischen zu dürfen und die Gäste an Bord zu begeistern. Oktoberfest 2019 auf Aida Prima. Pralinen haben wir gemacht mit Andreas Schirmeier-Huber. Ganz großartig. Es ist einfach total schön. Hier ging mordsmäßig die Post ab, kann ich Ihnen sagen. Servus, wir sind's die Trotzlempel! Maria, bring mir ein Bier. Die Nacht ist noch nicht vorbei. Maria, bring mir ein Bier. Geht's heiß und gut, schenk mir noch eins heim. Maria. Servus, wir sind's, der Wurks-Clo. Wir gehen jetzt gleich raus auf die Bühne und rocken die Bude. Woo! Lass uns Polka tanzen auf dem Karneval in Rio. Schuhplatter oder Tango Argentino. Ganz egal, lass uns alle Gläser heben. Für alle, die nicht frei tanzen können, leben. Super, richtig gut. Wie immer halt, einfach geil. Spitze, super, schöne Männer. Ich komm heute nicht zur Ruhe. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich komm ich heute. Voll cool. Super geil. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim. Ohne dich komm ich heute nicht zur Ruhe. Das, was ich will, bist du. Dann sagen wir Danke für diese schöne Reise. Auf Aida sehen und solange man Träume noch leben kann. Oh, du wächst Gefühle, die ich nie vergaß. Denn ich sehe in mein Herzensglas. Halloween wird ja auch bei uns in Deutschland immer mehr gefeiert und da haben wir uns gedacht, da fragen wir doch mal die Kosmetikexperten an Bord, wie man sich so richtig toll mit den Kindern für Halloween schminken kann. Und das seht ihr jetzt. Damit wir alle möglichst gruselig aussehen, habe ich mir jemanden ins Boot geholt, der richtig gut schminken kann. Das ist einer unserer AIDA-Stars, nämlich Caitlin. Und Caitlin ist im Schminken ganz, ganz groß, denn die macht das zu Hause tatsächlich hobbymäßig. Richtig cool. Und die zeigt uns heute mal, wie es geht. Just to make you a little pale. You don't need to be very white, just a little pale. Ah ja, also ihr müsst nicht komplett weiß sein jetzt, wie so ein Clown, sondern nur so ein bisschen angeweißt. Dass eure Zähne gerade gelb aussehen, das ist wichtig. Ah, jetzt müsst ihr aufpassen, weil das müsst ihr jetzt mit Schwarz einmal so am Wangenknochen lang schwarz anmalen. In der Mitte alles mit Braun und mit Schwarz so mischen. And you want to do a V on your nose. Und ihr malt euch ein V eigentlich auf die Nase, also zur Nasenspitze. Und dann macht ihr daraus so wie ein M. Und schwarz ausmalen. So? Like that. The arch of your eyebrow. You want to take it a little bit higher. Ah, am Ende da, wo die Ecke ist, wie beim Zupfen sozusagen, Mädels. Etwas höher machen und dann. And then take it, the tail of the eyebrow and make it longer. Und das Ende noch ein bisschen länger ziehen als sonst. So, this is just details. Oh, jetzt geht's los und jetzt geht's ans Eingemachte. So, a line outside of your eyebrow. Like that. Okay. Habt ihr gesehen? Both eyebrows. Jetzt nur hier so eine Falten malen quasi. Die müssen nicht gleich sein, die können auch unterschiedlich sein. Dann malt ihr parallel zur Augenbraue so ein kleines Ding hier genau in die Kurve, guck mal. Und dann nochmal an der Augenbraue oben entlang, Freunde der Nacht. So, schwarz unterm Auge, Leute, jetzt könnt ihr mal richtig Gas geben, das, was ihr sonst nicht dürft. Jetzt kommt der Mund, das ist das Schwierigste. Leute, der Mund ist das Schwierigste, der kommt jetzt. Die Mundecken müsst ihr erweitern. Und innen drin an den Lippen müsst ihr auch schwarz malen. Guck, dass ich so dünne Lippen hab. Jetzt machen wir uns sowas Ähnliches wie Zähne. Also den dritten Zahn von oben sozusagen, den müsst ihr so ein bisschen wie so ein V ausmalen, damit das aussieht wie dieser Eckzahn, den ihr auch wirklich hier habt, ne? Looking good. Ja. Das war unser Make-up-Tutorial mit Caitlin, einem unserer AIDA-Stars, die uns jetzt alle so gruselig hat aussehen lassen. Super Anleitung, wir werden alle so zur Halloween-Party gehen und wir sagen, danke Caitlin! Ich war ja mit meiner Familie bis letzte Woche auch in New York und wir hatten wirklich eine großartige und unglaublich spannende Zeit da. Dana aus dem TV-Team von der Diva war für uns unterwegs in New York und hat mal ein paar tolle Impressionen und Bilder eingefangen. Und ich möchte euch bitten, wenn ihr in großen Städten wart mit uns, dann zeigt uns doch, wo ihr wart, hier unten drunter und postet eure Bilder. Und jetzt viel Spaß mit Dana in New York. Welcome to New York, um es landestypisch zu sagen. Mein Name ist Dana Donis und ich bin TV-Operator an Bord von Aida Diva. Und zusammen mit Ihnen möchte ich heute Big Apple, so wie die größte Stadt Nordamerikas auch noch genannt wird, erkunden. New York hat 8 Millionen Einwohner, verteilt auf 825 Quadratkilometer Stadt. Und es liegt an der Ostküste der Vereinigten Staaten, direkt an der Mündung des Hudson Rivers in den Atlantischen Ozean. Der Rockefeller-Sender kennt viele vielleicht aus dem Film Kevin allein in New York. Und mit 19 verbundenen Gebäuden ist dieses Gebäude eine Stadt in der Stadt. Und an der goldenen Prometheus-Figur ziemlich leicht zu erkennen. Hier, wo sich die 47. Straße und der Broadway treffen, ist es laut, bunt und schrill. Der Times Square, ganz unverkennbar und damit auch das Theaterviertel. Hier sind ganz viele Geschäfte, riesige Leuchtreklamen zu finden und Broadway-Musicals, die es sich immer mal lohnt zu besuchen. Etwas entspannter kann man es hier im Central Park angehen lassen. Der Park ist etwa doppelt so groß wie der Stadtstaat Monaco und man kann hier die Seele baumeln lassen an 3 Seen und mehreren Teichen. Wenn man ein bisschen Geduld hat, dann kann man auch die Grauhörnchen hier im Central Park beobachten. Diese gehören zur Gattung der Eichhörnchen. Wer gerne läuft und spaziert, kommt hier voll auf seine Kosten. Und jetzt kommt sie, wie versprochen, die ganz besondere Verlockung der Woche. Ihr fahrt mit Aida Sol ab Palma de Mallorca und erlebt die Taufe von Aida Mira live mit von den besten Plätzen, nämlich oben vom Pooldeck. Und hier kommt die Verlockung. Unsere Reise mit Aida Sol beginnt mit einem echten Highlight in Palma de Mallorca. Sie erleben live und mit bestem Blick die Taufe unserer neuen Kosmos-Schönheit Aida Mira. Danach geht's nach Civitavecchia. Rom erwartet uns. Nach einem Stopp in Livorno geht es auf nach Frankreich. Wir besuchen Marseille. Danach sind wir noch in Barcelona und reisen zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise, Palma de Mallorca. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von unseren Schiffen mit der tollsten Musik von Bord. Viel Spaß!